Grüß Gott und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Aufnahme von House Flipper. Hier haben wir einen Auftrag. Bitte räumen Sie das Haus auf. Ja, wir machen doch fast alles. Vor einigen Tagen habe ich ein Haus für einen guten Preis, aber um die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Über viele Monate wollte ich niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort einzog. Es handelte sich um einen Gentleman, der sich unbemerkt einschlich und dort über einige Tage lang lebte, bis er von der Polizei aufgegabelt wurde. Dieser Herr veranstaltete in diesem Haus einen solchen Zaustall während seiner ganz kurzen Zeit. Kaum zu glauben. Überall Müll auf dem Boden, Pakete, Zeitungen und individuelle Substanzen auf dem Parkett. Und es scheint aber auch Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Als Person, die vor solchen Zuständen zurückschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln. Bitte auch mit der Elektrizität zu behebeln. Okay, das hört sich eklig an. In der Zwischenzeit haben wir den Auftrag dann schon mal angenommen. Ich hatte ganz kurz pausiert gehabt wegen eines Hustenanfalls. So, uff, du grüne Neune. Oh, ja, ganz schnell den Staubsauger. Kakerlaken. Lecker. Ich ahne auf jeden Fall nichts Gutes, was uns hier noch so erwartet. Das ist ja mehr als ein Kakerlakennest. Ja. Drei Stück haben wir gleich davon. Und das in einem Raum. Okay. Kann ich den Auftrag wieder abgeben? Staubsauger, den haben sie auch vom letzten Weltkrieg irgendwie geholt, oder? Kann ja gar nicht sein, drei Stück habe ich davon. Tja, sieht doch fast aus wieder wie neu, oder? Ja, aber auch nur fast. Ein Mob, der im Besen funktioniert, bei den Kakerlaken nicht. Was? Kakerlaken? Wo? Ach, da sind immer noch welche. Die sind hinter dem Kühlschrank. Der Mann muss den Kühlschrank da wegnehmen. Hallo, wie wär's denn mal? Komm, weg da. Ich glaube, die ist eine Wand. Ja. Gut, was ist hier?
Vielleicht ist die Sicherung durchgebrannt. Ah ja, okay. Dann mal im Keller gucken, wa? Fenster reinigen, repariere Steckdosen 2. Öffnen. Nein, da. Hier geht's in den Keller. Okay. Mich graut. Stell dir mal vor, die krabbeln dir in die Hose. Dann wird's aber richtig unangenehm, wa? Aber wir haben ja einen guten Staubsauger. Geht auch nie der Staubsaugerbeutel voll. Ein Kakerlakennest habe ich nur zerstört. Das kann aber nicht sein, du. Aber irgendwie. Will die hier unten nicht nehmen, ne? So. Kakerlaken, das ist immer noch nicht. Siehst du hier nicht? F. Komm her, du Drecksding. Haben wir. So, jetzt. Fertig, oder sind also eigentlich alle an. So. Hier unten ist dann. Noch mal gucken. So, was haben wir denn hier noch? Ja, aber der will die doch. Ah. Da. So. Und wieder drauf, die Olga. Tada.
So, können wir noch irgendwo eine haben? Die ist es nicht. Okay. Gehen die Fenster eigentlich noch dreckiger? Nee, ne? Da. Ah, hier müssen wir die Spüle wegräumen. Kabel und ruft die Olga. Fertig, dann können wir auch die Küche wieder reinstellen. Gut, so. Haben wir, ne? Das sind wir. So, da sind wir auch wieder zurück. Ich musste mal ganz kurz hier Pause machen. So, also, Küchennische haben wir jetzt wohl fertig. Gehen wir in den nächsten Raum. Also möchte das Bett behalten. Oh, okay. Also ich täte es ja nicht behalten. Aber jeder so wie er es haben möchte. Gelle. So, dann Fenster reinigen hier. So, Fenster Nummer 1 ist gereinigt. Nummer 2 dann auch. Gleich. Zack. Nächster Raum ist fertig. Mehr möchte er da nicht. Reinige die Verschmutzung. Dann geht's jetzt hier weiter. Reinige die Verschmutzung. Auch das machen wir. Also ich würde da nicht mehr in so einem Bett schlafen wollen, auch hier, Fenster reinigen. Zap, 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 zap. Fertig, da muss nichts weiteres gemacht werden. So, und hier die Geräte.
heißt, der Auftrag ist zu 100% abgeschlossen, oder? Ja, yeah, 100% Auftrag abgeschlossen. Warte mal, wo das Loch gelassen? Da. Bitteschön, Chef. So. Beenden. Dann wollen wir mal gucken. Ach, guck an. So. Und wir haben schon wieder 65.000. Jetzt wollen wir mal gucken. Also, das ist noch dem Raum. Jetzt montieren wir erstmal hier eine Heizung hin. Zack. Zack. So, der Raum ist fertig. Hier kommt dann auch noch mal eine Heizung hin. So. Licht muss er nicht anmachen. Hier kommt auch eine Heizung hin. Ja, ja. Was haben wir hier? Ah. So, jetzt haben wir überall eine Heizung. Aber wo machen wir denn die Küche ran? Hier, oder? Ja. Hier machen wir die Küche ran. Ja. Gut, ich tät mal sagen, wir sind durch mit der Aufnahme. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Aufnahme wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.